als wir alle. Wie ist ein Bruder, er möchte das Paradies annehmen. Kameras bitte aus und dem Bruder sein Recht geben, dass er diesen Moment bitte einmal genießt. Heute. So, wie geht's also? Wie heißt du, mein Name? Samuel. Was für Landsmann bist du? Ein Deutscher, halb rum. Okay, wer bist du? 16. Hat dich einer gezogen zu dieser Religion? Nein. Aus freiwilligen Stücken? Hast du dich schlau gemacht über diese Religion? Ja. Was hat dich in dieser Sicht von dieser Religion? Du weißt, dass bei uns im Islam nichts angebetet wird außer Allah. Weder Menschen, noch Engel, noch Steine, noch Figuren, noch Bücher. Einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala. Ist das bekannt? Ja. Okay. Du weißt, dass... Machst du vorher Christ? Okay. Du weißt, dass Jesus bei uns nur ein Gesandter Allahs ist. Ja, weiß ich. Und kein Sohn Gottes. Okay. Ich werde das einmal auf Deutsch sprechen. Du sprichst mir nach und dann machen wir das zusammen auf Arabisch, ja? Ich bezeuge. Es gibt keinen anbetungswürdigen Gott. 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 Außer Allah allein. Außer Allah allein. Und ich bezeuge, dass Mohammed, der Gesandte und Diener Allahs ist. Okay. Eschhedu. Alla. إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. So, wie heißt du? Leon. Was für Landsmann bist du? Deutsch. Du warst vorher Christ? Ich bin getauft worden, ja, aber ich bin aus der Kirche ausgetreten. Aber ja, ich bin eigentlich aus der Kirche ausgetreten. Hat dich jemand jetzt zu diesem Moment, zu dieser Religion gezwungen? Nein, aber meine Freunde haben mir dabei geholfen. Sehr gut. Was hat dich gezogen in diese Religion? Diese Bindung zu Allah, das gibt es in keiner anderen Religion. Möge Allah dich darin stärken. Ich werde es auf Deutsch sprechen und danach machen wir es auf Arabisch. Ich bezeuge. Ich bezeuge. Es gibt keinen anbetungswürdigen Gott. Es gibt keinen anbetungswürdigen. Es gibt keinen anbetungswürdigen. Anbetungswürdigen. Gott. Außer Allah allein. Außer Allah allein. Und ich bezeuge. Ich bezeuge. Dass Mohammed. Der Diener und Gesandter Allahs. Und ich bezeuge, dass Isa Jesus nur der Diener und Gesandter Allahs. Wir werden dann die Schahada aufsprechen. Eschhedu. Eschhedu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa eschhedu. Anna. محمداً عبده ورسوله اللهم بارك الله صلوات ربي والسلام عليه.
قال الله في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es gibt eine Überlieferung bei Imam Qurtubi in seinem Tafsir, dass Musa alayhi salatu wa salam zu Allah sprach. Er sagte, ja Rab, bring mir etwas bei, was gewaltig ist, was Großes, etwas, was mich bei dir voranbringt. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala, ja Musa, قل, ja Musa, sprich, La ilaha illallah. Musa sagte, ja Rab, das sagt jeder. Jeder sagt La ilaha illallah. Ich will etwas, was noch gewaltiger ist als das. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ja Musa, du wirst nichts finden, was gewaltiger ist als La ilaha illallah, was Himmel und Erde so füllt wie La ilaha illallah. Es gibt eine Überlieferung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, jedes Dicke, jede Erwähnung Allahs, jedes Bittgebet, wird von den Engeln abgeholt und hochgebracht über die sieben Himmel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, La ilaha illallah ist so schwer zum Tragen. La ilaha illallah ist der einzige Kalam, das einzige Wort, was direkt zu Allah hochführt. Und so sehen wir, Alhamdulillah, egal was passiert auf dieser Dunya, der Islam geht mit dir oder ohne dir. Ob du dabei bist oder nicht dabei bist, Allah subhanahu wa ta'ala ersetzt dich mit zwei anderen Dienern. Heute sind vielleicht zwei Leute nicht gekommen, weil sie keinen Bock hatten. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese zwei Leute mit zwei neuen ersetzt. Und so siehst du, die Rechtsleitung zum Islam ist ein Nur für die Muslime. Die Rechtsleitung vom Islam für die Muslime ist von Weinen zu Lachen, von Trauer zu Freude, von Schwarz zu Weiß, von Pech zu Glück, von Jahannam zu Jannah. Und ich bitte auch Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns mit den letzten Worten La ilaha illallah leben und sterben lässt. Allahumma amin. Aber wir haben ein falsches Verständnis von dem Islam. Was ist, wenn ich euch sage, es gibt zwei Rechtsleitungen. Es gibt zwei Rechtsleitungen, zweimal. Einmal ist die Quantität und einmal ist die Qualität. Was meinst du damit, Abdelhamid? Es gibt einmal die Rechtsleitung zum Islam. Und das ist das, was jetzt mit den zwei neuen Brüdern passiert ist. Ashhadu an la ilaha illallah. Das ist die Rettung für die Menschen. Und dann gibt es einmal die Rechtsleitung im Islam. Es gibt einmal die Rechtsleitung zum Islam und es gibt einmal die Rechtsleitung im Islam. Abdelhamid, ich verstehe das nicht. Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam sagte, Ahlul Kitab, die Juden, haben sich in 71 Gruppen gespalten. Die Christen haben sich in 72 Gruppen gespalten. Und meine Umma, wir, werden uns in 73 Gruppen spalten. 72 sind im Höllenfeuer. Sie werden alle in Jahannam eine Zeit lang reingehen. Und nur eine ist im Paradies für ihn. Eine ist errettet. So fragten die Sahaba, wer ist diese eine Gruppe, ja Rasulullah? Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Sie sind die Ahlus Sunnah, sie sind die Leute meiner Sunnah und der Gemeinschaft. Möge Allah uns von ihnen machen und daran festgehen. Und das ist das, und bitte jetzt einmal zuhören, liebe Geschwister. Weil diese Wörter erweichen das harte Herz eines Muslims. Die Salaf haben gesagt, wer die Sunnah von Propheten sallallahu alaihi wasallam verstanden hat, wer die Sunnah von Propheten sallallahu alaihi wasallam verstanden hat, der wird ein einsames Leben führen. Das Leben der Sunnah, das Leben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam war einsam. Was meinst du damit, Abdelhamid? Ein Beispiel.
Liebe Geschwister, einmal bitte zuhören. Einmal bitte zuhören, ansonsten machen wir die Fenster zu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte also, 73 wird meine Umma sein, eine ist errettet. Die Salaf sagten, der Weg der Sunna ist einsam. Was ist damit gemeint? Ist das nicht so, wenn ein Bruder oder eine Schwester zu seiner Familie geht und sagt, Baba, Mama, ich bete jetzt 5-mal am Tag. Was sagt die Familie? Was sagen deine Freunde? Was sagen deine Bekanntschaft? Masha'Allah. Er betet 5-mal am Tag. Allahumma barik. Er ist ein guter Muslim, richtig? Aber wenn du zu ihnen sagst, ab heute lasse ich meinen Bart wachsen. Was wird gesagt? Übertreib dich. Das ist zu viel. Wenn das junge Ehepaar entschieden hat, keinen Sinner mehr zu machen und keine Haram-Beziehung, und sie gehen zu ihren Eltern und sagen, Baba, ich will halal heiraten, Nikah. Was sagt man? Masha'Allah, der Bruder, der ist halal. Der will nicht Haram machen. Sagt man richtig? Ja. Aber wenn man dann zu ihnen sagt, ich will keine Hochzeit mit Musik, was sagt man zu ihnen? Das ist zu viel. Übertreib nicht. Wie keine Hochzeit, wie keine Leute, wie kein Tanzen, wie keine Musik. Übertreib nicht. Wenn die Schwester sagt, ich will mein Hijab tragen, ich will meine Haare bedecken, was sagt man zu ihr? Masha'Allah, Schwester, du bist so hübsch, der Hijab steht dir so gut, Allahumma barik. Und wenn sie dann sagt, ich will aber auch meinen Körper bedecken, oder ich will mein Gesicht bedecken, was sagt man zu ihr? Übertreib nicht. Das ist zu viel. Und das kommt von deiner eigenen Familie. Und das ist das, was sie sagen. Es gibt einmal die Rechtleitung zum Islam und dann gibt es einmal die Rechtleitung im Islam. Es gibt einmal Ashhadu an la ilaha illallah und dann kommt die Eliteeinheit wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist einsam. Wer von der Sunna, wer die Sunna praktiziert, wer seine Lahya hat, wer keine Musik hört, wer sich fernhält von Haram, der ist einsam. Seine eigene Familie beleidigt ihn. Seine eigenen Freunde entfernen sich von ihm. In der Gesellschaft wird er nicht akzeptiert. Und das ist das, was die Salaf sagten. Wer die Sunna verstanden hat, der wird ein einsames Leben führen. Und jetzt weißt du, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gefühlt hat. Kennen wir das nicht? War der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht alleine? War der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht bespuckt worden? Haben sie ihn nicht angespuckt? Haben sie ihn nicht beleidigt? Haben sie ihn nicht über ihn lustig gemacht? Haben sie ihn nicht blutig geschlagen? Haben sie ihn nicht gejagt? Haben sie sich nicht lustig gemacht über seine Familie? Ma'ruf, bekannt, Hadith. Allah befiehlt ihn, vor der Kaaba zu beten, Rakatain, 2 Gebetseinheiten. Was haben die Quraysh gemacht? Haben sie nicht Eingeweide von den Kamelen genommen und über seinen Kopf geworfen, voll mit Urin und Kot? Haben die Sahaba, die damals wenige waren und Angst hatten um ihre eigene Seele, haben sie nicht zugeguckt und haben gesagt, uns tat das weh? Wer kam? Fatima, seine kleine Tochter. Mumkin, 3 oder 4 Jahre vielleicht, läuft zwischen diesen ganzen Menschen. Mit ihren kleinen Händen nimmt sie diese Eingeweide vom Gesicht des Propheten, fängt an zu weinen, seine Tochter. Und sagt, ja, Abati, mein Vater, was haben Sie mit dir angestellt? Wieso machen Sie das mit dir? Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Hat er nicht gelacht und hat gesagt, Hasbukallah, uns genügt Allah, mein Kind? Hat nicht sein eigener Onkel ihn bekämpft? Seine eigene Nachbarn, seine eigene Familie wollten ihn töten. Und jetzt wisst ihr, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam jedes Mal weinte. Als sein Onkel Hamza gestorben ist, es gibt eine Riwaya, wir erwähnen sie, dass er 70 Mal Salatul Janaza für seinen Onkel gebetet hat, weil ihm das wehgetan hat, dass sein Onkel, die wenigen, die ihn noch geschützt haben, diese wenigen, die ihn getragen haben, diese wenigen, die seine Tränen weggewischt haben, gestorben sind. Hamza, Abu Talib, Khadija, alle tot. 7 Kinder, 6 begraben, Enkelkinder begraben, ohne Eltern groß geworden, seine Mutter mit 6 Jahren gestorben. Sein Leben war einsam und sie haben sich über ihn lustig gemacht. Aber was sagt Allah im Koran, mein Bruder? Was sagt Allah im Koran? Allah sagt im Koran, wir wissen, ja Muhammad, wir wissen das. Ich weiß das, ja Muhammad.
dass das, was sie über dich sagen, dir wehtut. Diese Worte, die sie über dich sagen, das lustig machen über dich. Genauso wie bei dir, mein Bruder. Wenn du mit deiner Familie sitzt und sagst, guck mal, da ist der Hadji. Jetzt ist der Hadji geworden. Der hat vergessen bis gestern, was er gemacht hat. Guck mal, der, wenn deine Freunde sich über dich lustig machen und die sagen, aber kein Unsinn. Du hast bis gestern noch weggehauen, jetzt tust du mir einen auf Mukmin. Wenn deine eigene Familie dich abstoßt, wenn du in der Arbeit Schwierigkeiten hast, wenn du in der Gesellschaft schief angeguckt wirst. All das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch durchgemacht. Und Allah sagt das. Egal wie hart du bist, egal wie stramm du bist, egal was für ein Achi du bist, es tut dir weh. Und Allah sagt das zum Propheten Muhammad und sagt, ja Muhammad, wir wissen, das, was sie über dich sagen, tut dir weh. Wir wissen, dass das, was sie über dich sagen, dass sie sich über dich lustig machen, dass sie dich beleidigen, dass sie dich schlagen, tut dir weh. Aber ja Muhammad, jetzt kommt was sehr, sehr Wichtiges, liebe Brüder. Wenn du dich jemals beschwert hast über schwachen Iman, wenn du dich jemals beschwert hast über Sünde und du sagst, Abdelhamid, wie stärke ich mein Iman? Hier ist deine Fa'ida, hör ganz genau zu. Allah sagt, ja Muhammad, ich weiß, das, was sie über dich sagen, tut dir weh, aber sie nennen dich nicht Lügner, weil du es bist. Wie haben sie den Propheten vor dem Islam genannt? Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Sie haben ihm sein Hab und Gut anvertraut. Sie wussten, dieser Mann lügt nicht, dieser Mann betrügt nicht. Dieser Mann ist Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Und Allah sagt das, sie nennen dich nicht Lügner, weil du es bist, sondern sie nennen dich Lügner. Sie schlagen dich, sie beleidigen dich, sie quälen dich, sie jagen dich, nur wegen mir, wegen das, was ich dir herabgesandt habe, ja Mohammed. Wegen den Zeichen Allahs, nur wegen mir, machen sie das mit dir, ja Mohammed. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht? Und das machst du genauso. Der Prophet hat diese Beleidigungen, diese erschwerten Tage, hat den Schmerz, die Trauer und die Tränen mit einem Lachen, mit Stolz angenommen. Hat er das nicht gesagt? Selbst wenn ihr mir die Sonne in meine rechte Hand gibt und mir den Mond in meine linke Hand gibt und ihr mir die Dunya und alle Frauen gibt, ich werde nicht von La ilaha illallah loslassen. La ilaha illallah wird die Welt erreichen. Hat sie das nicht? Wer ist hier wegen La ilaha illallah? Wir sind alle hier wegen La ilaha illallah. Und der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat diesen Schmerz mit Ehre, mit Stolz, mit einem Lachen angenommen, mein Bruder. Und du nimmst diesen Schmerz, diese Herabwürdigung, nimmst du genauso mit Stolz an, mein Bruder. Empfang La ilaha illallah mit Ehre, mit Stolz. Nimm es mit einem Lachen an, mein Bruder. Warum? Was hat Allah subhanahu wa ta'ala daraufhin im Koran gesagt? Ya ayyuhan Nabi, o du Prophet, hasbuka Allah. Dir genügt Allah, ja Muhammad. Vielleicht war der Prophet sallallahu alaihi wasallam einsam. Vielleicht wurde er beleidigt, vielleicht wurde er geschlagen, vielleicht wurde er beschämt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn nie alleine gelassen. Allah hat ihn nur geprüft, ist er aufrichtig oder nicht. Und dasselbe passiert mit dir, mein Bruder. An deinen dunkelsten Tagen, an deinen dreckigsten Sünden, an deinen kaputtesten Momenten, wo du sagst, ich habe gar keinen Bock mehr. Wisse, Allah prüft dich und Allah ist mit dir. Weil was sagt Allah im Koran? Ya ayyuhan Nabiyyu, o du Prophet, hasbuka Allah. Dir genügt Allah und diejenigen, die dir folgen, von den Gläubigen. Und was ist passiert? Wie kann ich das verstehen? Wie ist Allah mit mir? Ich gebe dir ein Beispiel, Bruder. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verjagt worden ist von Mekka, als sie ihn verjagt haben aus Mekka, wie ist die Überlieferung? Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht? Er ist mitten in der Nacht aufgestanden, hat sein Bett verlassen, sie wollten ihn im Bett töten. Sie haben ihn gejagt, alle Araber in der arabischen Halbinsel haben ihn gejagt, mitten in der Nacht weggelaufen. Er hat die Grenze von Mekka erreicht, hat sich umgedreht und hat geweint. Unser Prophet hat geweint, aus Schmerz, aus Trauer. Warum? Weil sie haben ihn aus Mekka vertrieben. Ist der Prophet ohne Vater groß geworden? Ja. Hat er mit seiner Mutter 6 Jahre verbracht? Ja. Sie haben ihm die Erinnerung seiner Mutter weggenommen. Das Einzige, was ihm noch geblieben ist, an Schönem in dieser Dunya, an Schönem in der Erinnerung, in Mekka, Erinnerung an seine Mutter, haben sie ihn weggenommen. Die Straßen, womit er mit seiner Mutter durchgelaufen ist, das Lachen seiner Mutter, die Momente mit seiner Mutter, die Momente mit seiner Familie, haben sie ihn weggenommen. Und als er an der Grenze von Mekka war, drehte er sich um und sagte, ja, Mekka, hätten sie mich nicht aus dir vertrieben. Und er weinte, wahrlich, ich wäre in dir geblieben.
aber sie haben mich vertrieben. Sie haben das letzte Schöne noch von mir weggenommen. Und ist mit gebrochenem Herz nach Medin. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Wer war schon mal Umrah? Welche Masjid geht man besuchen? Masjid Qiblatain, die Moschee mit den zwei Richtungen. Allah wusste, dass sein Herz brennt für Mekka. Allah wusste, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Schmerz empfand. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat entschieden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam genug durchgemacht hat. Also was hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran offenbart? Im Gebet. Weil die erste Qibla war Richtung Palästin, Masjid al-Quds. Allah hat im Gebet gesagt, ja Mohammed, dreh dich um, weil wir wissen, dein Herz brennt für Mekka, dreh dich um. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war glücklich, dass er wieder Richtung Mekka beten kann. Und das ist dasselbe mit dir. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas nimmt, trag es mit Stolz, denn Allah wird dir was Besseres geben. Hat der Prophet seine Familie verloren und seine Freunde verloren? Ja. Wie viele neue Brüder, wie viele neue Geschwister hat er heute gewonnen? Ihr seid alle Familie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihr seid alle seine Brüder im Islam. Ihr seid alle seine Ummah. Allah hat ihm was genommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm vervielfacht gegeben. Zu eins gejagt, zu heute der geliebteste Mensch auf der ganzen Dunja. Und das seid ihr. Deswegen, mein Bruder, trag diesen Islam mit Stolz. Sag nicht, lass dich nicht mit der Absicht kaputt machen, mein Bruder. Lass deine Absicht nicht wegnehmen. Vergesse nicht deine Absicht. Denn der Shaitan, gut aufpassen, der Shaitan wird dein Herz kaputt machen im Alter. Er lässt dich vergessen, warum du so bist, wie du bist. Er lässt dich vergessen durch die Schmerzen, durch die Beleidigungen, durch die Probleme auf Arbeit, auf Schule, auf Familie und etc. etc. Weil ich weiß, jeder, der hier ist, hat die Nase voll von dem Leben, was er lebt. Keiner hat mehr Bock auf diesen Unsinn, den wir machen. Keiner hat mehr Bock auf diesen Scheiß, den wir machen. Keiner hat Bock mehr auf Sünden. Ich weiß ganz genau, dass jeder von euch eine Nacht hatte, wo er zu Hause ist und sich denkt, warum lebe ich so, wie ich lebe? Ich habe keinen Bock mehr auf Sinner. Ich habe keinen Bock mehr auf Musik. Ich habe keinen Bock mehr auf Kaffee. Auf Kaffee, ich will ein Mu'min sein. Und der Shaitan lässt dich deine Absicht vergessen. Wenn die Gebetszeit kommt, und hier ist eine Nasiha von mir, wenn die Gebetszeit kommt, sag nicht, ich bete. Beten tut auch der Jude und beten tut auch der Christ. Beten tut auch der Buddhist und der Hinduist und selbst der Atheist, wenn er kurz davor ist zu sterben, betet er auch zu Gott, richtig? Aber du, mein Bruder und du, meine Schwester, ihr habt die Ehre, ihr betet nicht irgendwen an, ihr betet nicht irgendeinen Menschen an, nicht irgendeinen Stein, nicht irgendein Bild, ihr betet Allah an. Und wenn die Gebetszeit kommt, dann sagst du, ich muss beten, ich muss Allah anbeten. Ich trage diesen Bart für Allah. Ich gehe zum Masjid für Allah. Ich bete für Allah. Ich trage mein Hijab für Allah. Ich gehe zu Umrah für Allah. Ich trage diese Herabwürdigung von den Menschen für Allah. Weinen tue ich für Allah. Ich habe gerade Geldprobleme, weil ich aufgehört habe, Haram Geld zu machen, auf den Straßen Geld zu verdienen für Allah. Ich mache keine Sinne für Allah. Ich höre keine Musik für Allah. Wisst ihr, mein Bruder und meine Schwester, egal welche Sorgen du hast, derjenige, der weint, weil er Geldprobleme hat, Allahu Akbar. Derjenige, der weint, weil er Liebeskummer hat, Allahu Akbar. Derjenige, der weint, weil seine Familie nichts mit ihm zu tun haben will, Allahu Akbar. Derjenige, der depressiv ist, Allahu Akbar. Derjenige, der seine Arbeit verloren hat wegen dem Islam, Allahu Akbar. Allah ist größer als dein Problem. Vergiss das niemals, mein Bruder. Allah ist größer als all das, was du hast auf dieser Dunja. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Allahu nuru samawati wal ard. Hasbuka Allah. Dir genügt Allah. Und nichts kann dir passieren, außer Allah will es. Wenn Allah will, gibt er dir Gutes. Wenn Allah will, verwehrt er dir das Gute. Und dann trägst du das auch mit Ehre und Stolz. Hast du Geldprobleme, trägst du es mit Stolz. Hast du Geld, trägst du es mit Stolz. Hast du Liebeskummer, trägst du es mit Stolz. Hat Allah dich geehrt mit deiner guten Frau, trägst du es mit Stolz. Wir sind Muslime. Es reicht, liebe Geschwister, hat der Prophet genug gelitten, ja oder nein? Ja. Antwortet mir, hat der Prophet genug gelitten, ja oder nein? Ja. Hat er Blut gespuckt, ja oder nein? Ja. Hat er geweint, ja oder nein? Ja. Dann hör auf, deinen Propheten zu verraten. Hör auf, deinen Propheten zu verraten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat so viel verloren, als dass er dich jetzt auch verliert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gut und besser machen.
Möge Allah uns recht leiten. Möge Allah uns das Gute leichter rechnen machen. Möge Allah uns das Schlechte entfernen. Möge Allah unsere Schabab, unsere Geschwister von der Straße entfernen. Möge Allah unsere Schwestern von der Straße entfernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Gute in der Brust herabsenden. Möge Allah unsere Eltern lieben. Möge Allah unsere Eltern recht leiten. Möge Allah unsere Eltern schützen. Möge Allah unsere Eltern für das in Allah geben. Möge Allah uns zu guten Kindern machen. Und das Allerwichtigste, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu guten Muslimen machen. Die meisten von euch kommen vom Kreis Bremen. Diese Masjid, liebe Geschwister, diese Masjid, es ist beschämend für mich, dass diese Masjid wegen einem Sündiger voll ist. Ich bin ein Sündiger, Bruder. Ich bin Schmutz, ich bin Müll. Ich brauche nicht Schauspielern. Ich sage euch das jetzt nicht, um euch zu sagen, ja, guck mal, der Bruder ist bescheiden. Nein, ich bin Müll, Bruder. Ich bin ein Bruder von euch. Ich bin auf demselben Weg wie ihr. Ich bin nicht am Ende angekommen, Bruder. Ich bin mit dir, Bruder, dieselben Probleme. Dieselben Probleme, die du hast, habe ich auch. Du willst einen fetten Wagen, ich will einen fetten Wagen, Bruder. Du willst eine schöne Frau, ich habe Alhamdulillah eine schöne Frau. Ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen. Alhamdulillah. Ich habe dieselben Probleme wie ihr. Ich habe dieselben Sorgen wie ihr. Mein Bruder, ich gehe schlafen mit Kopfschmerzen. Ich selber enttäusche immer noch manchmal meine Eltern. Ich selber mache immer noch Fehler gegenüber meiner Familie. Ich selber mache Fehler gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Aber egal was passiert, egal Bruder, und es gibt Brüder, die mit mir sind, die haben das gesehen. Es ist mir egal, was ich verliere, was ich gebe, was Allah mir nimmt. La ilaha illallah bis zum Tod, mein Bruder. Komm, was wollen? La ilaha illallah bis zum Tod, denn warum? Mein Prophet hat genug geweint und genug gelitten. Ich brauche ihn auch nicht zum Weinen bringen. Wir sollen uns gut und besser machen. Liebe Geschwister, hört mir bitte jetzt einmal ganz genau zu. Der Bruder wird jetzt noch einmal sitzen, der Imam wird noch einige Worte sagen zu euch. Hört ganz genau aufmerksam zu und gibt ihm sein Recht. Diese Masjid, liebe Geschwister, braucht Unterstützung von euch, von mir. Wenn wir, wessen Haus ist das? Wenn wir sein Haus nicht bewahren und nicht unterstützen, wer dann? Wer? Deswegen, liebe Geschwister, der Imam wird noch ein Hadith erwähnen zur Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann werdet ihr, wenn das verlässt, jeder von euch, ich möchte jeden von euch, selbst wenn es nur ein Euro ist, ihr tut das in die Spendebox rein. Wir wollen uns gut und besser machen, bleibt alle sitzen. Ich muss, Bruder, kurz ein Zebet machen für Wudu. طيب يلا السلام عليكم اللي بيشوف